Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Let's Play Oblivion. Oblivion. Und wir gucken uns immer noch in dieser Stadt um. Hier darf ich nicht rein. Hui, da passen sogar durch. Schön. Können wir irgendwas machen oder? Auch ein netter Garten so, ne? Naja, komm, ist jetzt nicht so toll. Ja, was machen wir denn jetzt noch in dieser Folge? Mal sehen. Akrobatik verbessert. Yay, wir haben Stufenaufstieg. Okay, wir machen den Stufenaufstieg in dieser Folge. Und sonst gar nichts. Nein, natürlich machen wir noch was anderes. Hüpfen. Schnell, ja. Was haben wir hier? Wo könnten wir denn hin? Gut. Nächtigen, während es noch regnet. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 10 Uhr nachts, da können wir noch irgendwo einkehren. Das sieht eher so aus, als wäre es ein Waffenschmied. Aber da er jetzt so spät noch offen hat, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es eine Herberge ist. Und der Name hört sich auch nicht nach Waffenschmied an. Das ist was ganz anderes, ne? Hallo! Ha! Wieso läuft da ein Schatten an der Decke? Okay. Kommandant Jafazir, zu euren Diensten. Ich bin stellvertretender Kommandant der Dunkelforstrotte. Die Ah. Rotte bietet ausgesuchten Klienten professionellen Dschihad. Sehr diskret. Sehr schön. Lebt wohl. Ja, ich könnte mir vorstellen, was haben wir hier? Dass das sowas, ja auch so eine Art Gilde ist. Vielleicht können wir bei. Ich will jetzt nicht alles umwerfen. Vielleicht können wir bei der irgendwie anfangen. Ja, Frischwind. Und dann. Oder ist das. Das ist doch nicht die. Ist das hier die Kämpfergilde? Nee, das ist doch. Das wird wahrscheinlich hier. Ja, sowas wie eine Art Gilde sein, wo wir halt Kämpfe kriegen. Mal gucken, was sagst du denn dazu? Was? Gut, das ist eine Aussage. Lebt wohl. Ja, ciao, ciao. Kriegen wir dann immer Geld für vielleicht? Wer weiß es schon. Ui, schöne Waffen. Waffenhandbuch. Waffenhandbuch. Oh, bringt uns nichts. Schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Entschuldigung. Hoch. Am besten nicht runterfallen. Kommen wir auch nicht rein. Ja. Ha, ich stehe auf dem Kronleuchter drauf. Nicht zu tief runterfallen. Eine Wette mit Ibaria abgeschlossen? Er bezahlt seine Schulden, aber Was? diese Hundeliebe ist einfach seltsam. Ich habe gehört, er legt im Hof Ja, ich Fleisch möchte jetzt eigentlich, aus, um Entschuldigung, sie dass ich gerade nichts anzulocken. gesagt habe. Ich möchte jetzt eigentlich hier mal gerne anfangen. Lebt wohl. Das würde Was mich schon ist? interessieren. Kommandant Jafazir! Ja, Zur ja, die ja. Rotte? Gut. Weiß ich nicht, vielleicht Bitte nur. müssen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Gerne bewundert, das mag er nicht, das mag er überhaupt nicht. Okay, dann müssen wir es so Oh machen. nein, das ist zu viel der Ehre. Wohl So, kaum. Es so, reicht. so. Ihr solltet euch was schämen. Das stimmt, genau. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch Och nennt? Gott, ich bin Die nicht die das Heldin. Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja, das bin ich, aber ich bin nicht die Heldin. Das ist aber auch ein blödes Gerücht, dass ich hier Lebt dauernd die wohl. Heldin sein soll. Hallo, was sagst du denn jetzt noch, Rana? Leutnant Rana, Dunkelforstrotte. Tut mir leid, aber du siehst beknackt aus. Ja, egal. Ich möchte hier anfangen. Wieso lässt Auch mich denn ihr. keiner? Ich bin Gel, Sergeant der Scharfschützen, Dunkelforstrotte. Ja, Dunkelforstrotte. Gut, dann halt nicht. Schönen Tag. Silberdolch, Zaubererhandbuch. Okay, offensichtlich können wir hier nicht anfangen. Schade eigentlich. Das wäre wirklich was Seid gewesen, was gegrüßt. ich gerne gemacht hätte. Also gehen wir wieder raus. Bock, nochmal Schild geköpft. Also nicht das Schild geköpft, sondern
mit dem Kopf das Schild weggestoßen. Wie ein Kopfball, nur halt ein Kopfschild. Ja, und ich gebe mal wieder absoluten Kack von mir. Was würdet ihr denn von einem Minecraft-Let's Play halten? Also ich wollte ja sowieso noch so unendlich viele Spiele machen. Oh mein Gott, das sind einfach viel zu viele Spiele, die ich habe, die ich gerne machen würde. Halt auch noch erstmal mit Sacred, muss ich halt gucken, ob ich das Kämpfergilde. Können wir übernachten, soweit ich weiß. Ja, halt auch mit... Och man, mit Sacred, genau. Nur die Aufnahme ist, also das richtig zu programmieren, ist kackschwer. Geht nur. Ja, okay, ich gehe. Also zumindest für mich stellen sich da einige Probleme. Hallo. Denn immer wenn ich versuche, die es aufzunehmen, das Intro, das kommt einfach nie mit. Also das Intro wird nicht aufgezeichnet. Und das ist blöd. Hier will ich auch nicht rein. Was ist hier? Ein Stockwerk höher. Aha. Ach so, dann müssen wir mit dem Dietrich öffnen. Ich würde auch einfach nur gerne hier mal irgendwo pennen bei euch. Du hast jetzt schon wieder meine Athletikfähigkeit verbessert. Sowas habe ich doch gar nicht gemacht. Irgendwas. Kann ich hier pennen? Ja, auf der drauf. So, eine Stunde. Nee, was will ich denn mit einer Stunde? Wir haben doch 12 Uhr nachts. Auch wenn da 12 Uhr Mittag steht, ja. Ja, es ist aber 12 Uhr nachts. Guck, habe ich es doch gesagt. Ach ja, falls euch interessiert, wie weit ich im Voraus aufnehme. Heute ist der Tag, an dem das EM-Finale ist. Ja, und wir haben gerade 19.30 Uhr. Ja, schade, dass Deutschland nicht dabei ist. Und ihr werdet sicher dann schon wissen, wie das ausgegangen ist. So, Stärke. Allein schon, ja, ich möchte es einfach mal erklären, was wir alles bei Stärke mehr kriegen. Ja, könnt es eigentlich schon längst gelesen haben können, aber ich trotzdem. Beeinflusst, wie viel sie tragen können. Das ist schon mal schön. Ihre Ausdauer, auch schön. Ihre anfängliche Lebensenergie. Den Schaden, den sie mit Nahkampfwaffen anrichten können. Und ja, so, deswegen nehme ich das gleich mal. Willenskraft, Magieangriffe, ja, Regenerierung halt. Konstitution. So, das ist doch schön so. Sind wir gleich wieder etwas stärker geworden. Mann, ich habe hier gerade einen Joghurt stehen, überlege, ob ich den essen soll. Ich will es aber nicht im Let's Play machen, so. Ui. Uiuiuiui. Also man sollte sich ja keiner beschweren, deswegen nochmal kurz trotzdem ein Quick Save. Hier sind alle so tolle Waffen drin und ich kann sie nicht nehmen. Komm, das lassen wir jetzt liegen, auch wenn das 25 Gold bringt. Was haben wir hier für Silberlangschwert? Noch ein Silberlangschwert. Silberkurzschwert. Was haben wir denn im Schreibtisch drin? Nichts Besonderes. Hier noch blaue Kleidung. Sämtliche Kleidung. Eigentlich könnten wir mal so ein ganzes Haus leer räumen, aber es wird einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Das möchte ich euch nicht zumuten. Aber allein schon das, was ich euch jetzt zugemutet habe, das reicht ja eigentlich, finde ich. Ach man, ich rede gar nicht so viel. Ich sollte eigentlich viel mehr reden. Das ist ja ein Let's Play. Ja. Toll. Heilung. Lebensenergie absorbieren. Käse! Nein. Den nehme ich nicht mit. Keine Sorge. Greifzange, Wollhemd. Keine Dietriche. Okay. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und schon wieder verdödeln wir eine ganze Folge nur mit irgendwas machen. Stahlrüstung. Ja, die Handschuhe lohnen sich nicht. Ah, bin zu schwer belastet. Mit
Schulden. So, was brauchen wir denn nicht? Wir brauchen die Stahlstiefel nicht. Das ist doch lächerlich. Ja. Schön hingestellt. Der Stahlhelm auch. So. Können wir jetzt laufen? Nee, immer noch nicht. Ich muss mal wieder das Arena-Gewand ablegen. So. Und was könnten wir denn noch machen? Was wegtun, wegtun? Ah, das brauchen wir nicht. Hallo? Gut hingelegt, ja, schön. Ja. Was ist ein Kampf? Okay. Wo ist denn Kampf? Sicher ein Kampf. Ah. Okay, kein Kampf. Also egal. Runter und ins nächste Geschäft. Ich bin schrecklich als Player. Ich weiß, ich will die ganze Zeit nur Geld machen. Und es ist scheußliches Wetter. Draußen gerade nicht. Draußen scheint die Sonne. Also in RL meine ich. Ja, RL gibt's auch noch, Leute. Also geht raus und macht was. Generell mit eurem Leben. Nein, ich verdonne euch weiter hier, dieses Let's Play zu gucken. Weil ich absolut Abo und View geil bin. Ich will mehr Abos haben. Ah, guckt meine Videos an. Abonniert mich, favorisiert mich. Postet auf YouTube. Auf YouTube, auf Facebook. Wie komme ich jetzt da rein, hier drauf? Wie komme ich jetzt da rein, hier drauf zu gehen? Oh mein Gott. Wie komme ich jetzt da drauf, hier reinzugehen? Weiß ich auch nicht, wie wieder raus. Nee, Spaß. Ist, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal erklärt. Ich gucke Let's... Meine Güte, was ist mit mir los? Ich muss gleich eine Pause machen. Ich mache Let's Plays, weil es mir einfach Spaß macht. Ich finde es... Was einen lebendigen Helden von einem toten Helden unterscheidet, ist ein scharfes Schwert. Kauft euch bei Thun-Ceus das Beste, das ihr euch leisten könnt. Denn ihr wollt doch nicht zu den toten Helden gehören, oder? Nee, möchte ich nicht, aber um meinen Satz fortzuführen, ich mache Let's Plays, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich irgendwie Fame werden möchte. Denn ich finde es langweilig, also, naja, ich finde es nicht langweilig, aber ich finde es mittlerweile interessanter, dazu zu reden. Einfach, ich weiß nicht, ist vielleicht so eine ganz blöde Angewohnheit. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ja, schön. So, gleich mal hier so Stahlbeinschienen. Na, natürlich wieder Feilschen vergessen. Weil er hat eine schlechte Stimmung. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Wir verkaufen es dir doch. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Ja, aber wir verkaufen es dir, ja. Beschwert er sich schon, dass wir ihm Sachen zu billig verkaufen, oder was? Gibt's ja nicht. So. Was haben wir hier denn? Hier wollten wir noch dieses Silberschwert. Und schon haben wir... Ihr seid ein harter Feilscher. Ja, ich weiß. Ich bin richtig und hart. Und noch ein... Zufriedener Kunde. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Ja, das stimmt. Ja, denn ich bin der absolut harte Let's Player. Ich bin so ein richtig cooler Typ, der sein ganzes Leben nur vom Computer verbringt. Nee, nein. Ach, Mann. Ich will's nicht nochmal klären. Ich sitze nicht nur den ganzen Tag vorm Computer. Ja, ob das glaubt oder nicht. Und es lädt wieder lange. Gruß euch. Habt Mitleid. Nur eine Münze. Können wir jetzt zum Schloss direkt reisen? Ach man, das hätte ich sofort machen können. Machen wir jetzt nochmal. Tut mir leid. Das war ein bisschen Fail von mir. So, gehen wir gleich mal ins Schloss rein. Denn ich müsste mir jetzt ein Haus leisten können. Ja. Mittlerweile benötigen wir das Geld jetzt nicht mehr für solche Sachen wie, ja, solche Sachen wie zum Beispiel ein Schwert, denn das haben wir mittlerweile. Ah, ich habe einen ganz neuen Entschluss gefasst. Tut mir leid, dass ich so entschlussfassend bin. Wir gehen in die Kaiserstadt mal wieder, seit langem, in den Marktbezirk direkt.
Denn ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal unser eines Haus schön einrichten, als dass wir uns direkt ein neues Haus kaufen. Was haltet ihr denn davon? Ich glaube, es ist so besser, ne? Ach komm, machen wir die Folge mal wieder ein bisschen länger. Ich höre euch zu, Bürger. Wieso denn nicht? So. Um die Ecke. Und rein da. Hallo? War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ach ja, genau, das macht man ja nicht bei dir. Das Auf macht man ja bei den Wiedersehen. drei Brüder Handelswaren. Ich dachte gerade, ja, die sind auf der anderen Seite, ne? Ja, nein, nein, sind sie nicht. Oder? Doch, sind sie. Sind sie doch. Folge immer deinem ersten Was ist Instinkt. los? Ach komm, dann setze ich hier gleich doch einen Cut. Hier, direkt vor den drei Brüdern. Und es ist auch gut, weil dann kann ich endlich wieder nachher vernünftig sprechen. Wahrscheinlich. Ja. Tschüss, Leute. Bis zur nächsten Folge.